Der digitale Euro soll kommen, am liebsten, wenn es nach der EZB-Präsidentin Lagarde geht, dann früher als später. Und was hat das für uns zu bedeuten? Ja, in den letzten Tagen sehr viele Schlagzeilen, unter anderem in der Frankfurter Allgemeinen. Und da war eben die Rede davon, dass Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, angekündigt hat, es wird diesen digitalen Euro geben und es soll schon sehr, sehr bald in den nächsten Wochen sozusagen abgestimmt werden. Also es war nicht mehr die Frage, gibt's ihn oder gibt's ihn nicht. Sie sagt, wir werden einen digitalen Euro haben. Und sie hat zwar gesagt, es wird ein bisschen Zeit dauern, das sicherzustellen, dass es diesen digitalen Euro geben wird, aber schon Mitte dieses Jahres, Mitte des laufenden Jahres soll entschieden werden, ob es offiziell ein Projekt in dieser Richtung geben wird. Und sie hegt keinen Zweifel daran, dass das kommen wird. Ja, man muss das tun, um sozusagen aufzuholen gegenüber China. Das ist die offizielle Begründung. Und ja, die Frage ist, was wird dieser digitale Euro bringen? Wir haben ja auf der einen Seite sicherlich die eine oder andere Erfahrung mit Bitcoin. Und Bitcoin ist Blockchain-Technologie und geht natürlich sehr elegant und anonym über die Bühne. Und jetzt würde der eine oder andere Befürworter vielleicht vom digitalen Euro denken, das könnte beim digitalen Euro auch so sein. Aber wird das wirklich so sein? Ist das wirklich anzunehmen? Und die Frage ist, ich stelle es nur mal in den Raum, man könnte natürlich auch diese Anonymität, wenn man mit digitalem Geld unterwegs ist, sehr, sehr leicht verletzen, weil nichts leichter ist natürlich für den Staat und für die Europäische Zentralbank, wenn alle Transaktionen früher oder später dann über diesen digitalen Euro laufen würden. Und das kann man sehr leicht steuern, weil du kannst zum Beispiel Strafzins erheben, wie man es ja jetzt auch schon macht, für Geld, das auf den Bankkonten liegt, für Bargeld, das genutzt wird. Du kannst sozusagen über die Zinspolitik sehr schnell steuern, ob die Leute diesen digitalen Euro nutzen oder ob sie den richtigen Euro nutzen. Und glaube mir, wenn der Staat und wenn die Staaten in Europa oder vielleicht sogar global wollen, dass die Bürger nur mehr mit digitaler Währung zahlen, weil sie das Bargeld abschaffen möchten, und ich gehe davon aus, dass man das versuchen wird, weil im Moment ist es ohnedies so, dass wir, wo überall es nur möglich ist, in unserer Privatsphäre beschnitten werden. Das heißt, wir leben leider in einer Zeit, wo die Staaten versuchen wieder alles zu kontrollieren. Wir hatten das ja schon mal und es ist nicht gut gegangen und deswegen bin ich trotzdem in Zeiten wie diesen, wo wir in einer Demokratie leben, noch leben, hoffentlich bleibt das auch so, aber auch gewillt, nicht meinen Mund zu halten, sondern das kundzutun, weil wir uns diese Freiheit auch erhalten sollten, diese Freiheit, wo also unsere Eltern, unsere Großeltern und so weiter vielleicht auch lange darum gekämpft haben. Die haben das nämlich noch erlebt, wie es ist, in so einer Diktatur zu leben. Und ob das der Faschismus war, ob das der Kommunismus war, es hat den Menschen prinzipiell nicht gut getan. Also nochmal zurück zu unserem Thema. Was könnte passieren mit so einer digitalen Währung? Wenn du mit digitaler Währung bezahlst, wäre es durchaus Leichtigkeit, jede Transaktion zu kontrollieren, so wie du heute auch wenn du mit Kreditkarte zahlst, natürlich ganz genau kontrollierbar ist, was hast du gekauft, wann hast du es gekauft und was hast du genau dafür bezahlt, von wem hast du es gekauft. Und das Gleiche wäre mit der digitalen Währung. Wenn du Bargeld eingesteckt hast und du kaufst irgendwas, kann kein Mensch das im Detail nachvollziehen. So, und genau das will man nicht. Man will uns dieser Freiheit sozusagen berauben. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass jede Zahlung, die du je geleistet hast, auch 10 Jahre, auch 20 Jahre später noch nachvollziehbar ist. Und wenn du jetzt mit Hunderten, mit Tausenden von Menschen Geschäfte machst im Laufe deines Lebens, dann ist die Chance relativ groß, ja, dass irgendwer auch mal dabei ist, der vielleicht später mal irgendein Problem mit dem Gesetz bekommt. Und vielleicht wird man dann aber hergehen und sagen, ja, du hast mit dieser Person Geschäft gemacht. Warum hast du mit dieser Person Geschäft gemacht? Deine persönliche Integrität wird dann möglicherweise in Frage gestellt werden, weil du mit solchen Menschen Umgang gehabt hast. Das ist das Gleiche, wenn du heute rumläufst und wenn ich an jeder Ecke alle Menschen teste auf positiv, dann wird zwangsläufig irgendwann mal irgendeiner dabei sein, der mir über den Weg rennt, der positiv ist und der dich anstecken könnte. Ja? Also das heißt, genauso ist es hier.
Die andere Frage, man wird alles nachvollziehen können. Ja? Also man wird nachvollziehen können, wann du wo Kondome gekauft hast, wann du wo in welchen Restaurants gegessen hast, wie viel du im Schnitt im Monat ausgegeben hast für dieses oder jene Hobby und vieles, vieles mehr. Die Frage ist, wollen wir das? Ja? Und diese persönliche Freiheit, glaube ich, wollen sich die meisten nicht nehmen lassen. Und man muss aber ganz klar vielleicht auch jetzt darauf hinweisen, und das ist, glaube ich, auch in dieser Umfrage, die es jetzt gegeben hat, es gab ja eine öffentliche Anhörung der EZB und diese öffentliche Anhörung wurde tatsächlich mit einer Rekordbeteiligung abgeschlossen. Über 8.221 Antworten von Bürgerinnen, Bürgern, teilweise auch sehr besorgten Bürgern, von Unternehmen, von Verbänden sind tatsächlich eingegangen. Und Lagarde hat das so gewertet, dass das sozusagen das große Interesse an der Gestaltung der Vision vom digitalen Euro widerspiegelt. Ich würde es eher so deuten, wenn man die Studie sich nämlich genau anschaut, dann haben 41% der Rückmeldungen an dieser Umfrage das Thema betroffen Privacy, also die Angst der Menschen, dass sie ihre Anonymität und den Schutz verlieren, dass sie den Datenschutz verlieren, dass sie durch öffentliche Institutionen beobachtet werden. Und ich sage, alle, die das Buch von George Orwell 1984 gelesen haben, werden sich jetzt gerade fragen, ja gut, das ist möglicherweise die reinste Untertreibung, was da in dem Buch steht. Ja. Die offizielle Version ist natürlich, dass die Notenbankchefin sagt, okay, wenn man diesen digitalen Euro einführt, dann wird es natürlich auch parallel noch das Bargeld geben. Die Frage, die ich mir stelle, ist nur, wie lange? Weil, wie gesagt, man wird über künstliche Mechanismen versuchen, dann sehr, sehr schnell die Leute dazu zu bringen, dass sie weggehen vom Bargeld, weil einfach das Bargeld zu teuer wird für den Einzelnen. Und damit wäre die EZB, wären die einzelnen Staaten in der absoluten Kontrolle der Bürger. Und das wäre also ein weiterer Schritt in Richtung Entmündigung, in Richtung Kontrollstaat. Und ich weiß nicht, ob das genau das ist, was wir alle haben wollen. Also müssen wir uns auch überlegen, ob wir solche Tendenzen unterstützen. Ja? Und auch vielleicht ganz interessant, wie ist denn jetzt der Zeitplan? Also offiziell sagt Lagarde, 5 Jahre wird es mindestens dauern. Auf der anderen Seite, die Frage ist halt auch, wenn man jetzt sich die heutigen Politiker anschaut, wie oft haben auch schon Politiker gelogen, auch die Frau Lagarde ist rechtskräftig in einem Strafverfahren verurteilt, obwohl sie Notenbankchefin ist. Auch da muss man halt sich die Frage dann stellen, wie seriös sind solche Aussagen, wie seriös sind solche Antworten und wie ernst zu nehmen auch. Also sehr, sehr spannend, glaube ich, was da noch auf uns zukommt. Die Frage ist jetzt, was kannst du als Einzelner dagegen tun? Ich glaube, wir sind jeder von uns ist im Moment natürlich in der Meinungsbildung gefragt. Und viele, die da draußen unterwegs sind und sagen, ja gut, ich als Einzelner kann nichts verändern, fühlen sich hier in der Opferrolle. Aber ich sage jetzt, jeder im Mikrokosmos genauso wie später dann im Makrokosmos hat natürlich die Möglichkeit, in seinem kleinen Umfeld Menschen aufzuklären, Menschen zu beeinflussen. Und es ist, glaube ich, auch ein Recht, sich Gedanken zu machen über verschiedene Fragen. Und alles, was du in deinem kleinen Mikrokosmos erschaffst, hat auch Auswirkungen auf den Makrokosmos, wissen wir mittlerweile. Und deswegen kann ich heute nicht diese Meinung teilen. Ich glaube, wir sind alle Designer unseres Lebens. Wir alle leben auf diesem Planeten. Wir haben alle die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, dass es uns als Gesamtheit, als Menschheit gut geht und besser geht. Und wir müssen auch, glaube ich, kritisch das eine oder andere in Frage stellen, weil ich einfach glaube, dass es uns als unsere Gesellschaft oder auch als Einzelne nicht gut tut, wenn wir jetzt alle unsere Privatsphäre aufgeben. Und ich glaube auch nicht, dass im Sinne unserer Kinder ist, irgendwann einmal alles nachvollziehen zu können, 30, 40, 50, 60 Jahre später, was Privatsphäre betrifft. So, das war einfach mal zum Nachdenken. Wenn du
diesen Gedanken gut findest, wenn du auch sagst, ja, ich bin eigentlich ähnlicher Meinung, dann Daumen nach oben. Wenn du anderer Meinung bist, auch kein Problem, schreib es rein in die Kommentare. Mich interessiert das, wie ihr über die Sache denkt. Bitte, bitte fühlt euch frei, euch zum Thema zu äußern. Ich möchte viele Kommentare hier sehen. Und ja, wenn du Bekannte hast, die das Thema beschäftigt, dann teile das Video mit ihnen. Das würde mich besonders freuen. Falls es noch nicht passiert ist, heißt es jetzt Kanal abonnieren und du bekommst viele, viele spannende Dinge, nicht nur zum Thema Immobilien, sondern zum Thema Wirtschaft allgemein. Was erwartet uns in den nächsten Monaten? Gibt es den großen Crash? Und natürlich auch zum Thema Covid-19, The Big Reset, all das, was uns noch erwartet. Also Kanal abonnieren, dranbleiben und Video teilen.